So, und das, was jetzt an Vorschlägen kommt, das sind keine neuen oder revolutionären Ideen, sondern die sind mehr oder weniger in den Nachbarländern schon realisiert. Eine Idee, das war ganz neu, das fand man einen ganz interessanten Punkt zu sagen, warum schreibt man nicht rein in die Verfassung, dass zum Beispiel eine Steuerpolitik für eine bestimmte gesellschaftliche Reichtumsverteilung sorgen müsste. Ja? Dieser Gini-Koeffizient, der stellt ja dar, wie die Reichtumsverteilung in einer Gesellschaft ist. Der ist in allen Ländern ist der am Ansteigen. Und der Punkt wäre zu sagen, wir legen einen bestimmten Wert fest und die Steuerpolitik oder die Gesellschaftspolitik hat dafür zu sorgen, dass diese Einkommensungleichverteilung nicht einen bestimmten Wert überschreitet. Wäre ja mal eine Idee, schreiben so viele in das Verfassung, das wäre doch eigentlich mal, was die gesellschaftliche Stabilität betrifft, ein ganz wichtiger Punkt. Staatsquote 50%, quasi, wenn ich viele Aufgaben über öffentliche, oder wenn ich viele Funktionen über öffentliche Güter bereitstellen will, dann brauche ich auch die entsprechenden Finanzmittel. Und wie gesagt, Dänemark zeigt, es geht ohne weiteres, auch die Staatsquote bis auf 50% anzuheben, ohne dass die Gesellschaft oder die Wirtschaft zusammenbricht. Die Frage ist ja dann. Bitte? Wie hoch ist die Staatsquote in Deutschland? Die Steuerquote ist bei 23% sowas und die Abgabenquote bei 36%. Wobei eben die Abgabenquote ja nicht jetzt unbedingt sozusagen Geld ist, das dem Staat zufließt, weil da steckt ja dahinter quasi die Altersversorgung, die Rentensysteme. Und das ist also jetzt in dem Fall quasi keine Finanzmittel für öffentliche Güter oder für klassische Steuerpolitik. Also Abgaben heißt in dem Falle für einen bestimmten Zweck zu verwenden. Eine Steuer darf nicht zweckgebunden erhoben werden, da ist der Staat frei, für was er diese Finanzmittel verwendet. Bei Abgaben sind die Finanzmittel zweckgebunden. Also wenn ich Sozialversicherungsbeiträge zahle, dann ist klar, habe ich einen Anspruch auf eine Versicherungsleistung. Das ist da der Unterschied. Und die Staatsquote? Das ist wie? Das ist jetzt quasi die Steuerquote gemeint. Da ist die Steuerquote gemeint. Stimmt, das wäre sinnvoll, das wieder Steuerquote zu nennen. Genau. Genau. So, wie wir das so einschätzen, ist quasi, dass keine pauschalen Steuererhöhungen notwendig wären in der Bundesrepublik, sondern wenn wir die Steuerschlupfe verschließen würden und den Abbau von Privilegien vorantreiben würden, dann würden wir diese Punkte erreichen. Wichtig ist zum Beispiel durchgängige Steuerprogression. Gerade bei Kapitaleinkommen ist es ja so, dass quasi im Moment so ist, dass je höher das Einkommen ist, umso geringer sind die Steuersätze. Weil eben bei hohen Einkommen Kapitaleinkommen einen sehr großen Anteil ausmachen und das Kapitaleinkommen ja nicht progressiv besteuert wird, sondern pauschal besteuert wird. Und damit bei den mittleren Einkommen ist halt Arbeitseinkommen der Großteil und das wird maximal mit 42% oder 46% besteuert, während eben bei den Kapitaleinkommen wir weit darunter sind. Und das ist ja auch ein Diskussionspunkt der Steuerpolitik. Genau, und dann könnte man darüber eben eine Entlastung des Faktors Arbeit realisieren, was natürlich auch dann Beschäftigung wieder fördern würde. So, Steuerverwaltung, da ist quasi ein Punkt, den zweiten hatte ich schon angesprochen, mit dieser Wettbewerb der Länder, wie ich Steuerpolitik mache. Wenn ich sozusagen die Kosten umlegen würde auf alle gleich, dann würde sich so eine
Politik dann nicht mehr auszahlen. Und eben, wir bräuchten auch für Großunternehmen quasi eine nationale Steuerverwaltung, die sich diese Unternehmen dann vornimmt. Da sind eben die Länderfinanzämter oft überfordert. Oder machen dann wieder sozusagen Regionalpolitik. Ne? Das kommt ja auch noch dann dazu. So, das war jetzt sozusagen so ein grundsätzliches. Zweites wäre Einkommen und Vermögen. Dann auch schon angesprochen, progressiv wachsende Steuersätze für alle Einkommensarten, also Arbeitseinkommen, Kapitaleinkommen. Da bei den Arbeitseinkommen haben wir es ja schon. Da ist die Frage, kann man da nicht bis an die Grenze von 50% gehen? Und bei Kapitaleinkommen eben die mit den gleichen Steuersätzen zu unterwerfen. Das ist ja da der Hintergrund. Dann E-Gartensplitting, ja auch so ein Thema, langjährig und in vielen Formen diskutiert. Wir sind der Auffassung, dass man sozusagen diesen Steuervorteil umwandeln sollte in ein Grundeinkommen für Kinder. Das heißt also, wenn man das Ehegattensplitting abschafft, die Steuermittel, die man damit gewinnt, sozusagen dann wirklich den Kindern zugutekommen lässt, und das wäre eigentlich die Grundidee, die früher ja hinter dem Ehegattensplitting stand, Familien zu stärken. Und da ja quasi heute die Familiensituation eine ganz andere ist, wäre es sinnvoller, das direkt den Kindern zuzuordnen. Meinen Sie, dass die Partei wiedergewählt würde, die Abschaffung des Ehegattensplittings ins Wahlprogramm übernehmen? Ich denke, ist die Frage, wie man es macht. Also zu sagen, von heute auf morgen schafft man es ab, wir harakiri, das ist schon klar. Aber wenn ich mache jetzt einen stufenweisen Prozess über, sagen wir mal, 10, 20 Jahre, dann kann sich jeder darauf einstellen, ich mache das schrittweise, dann kommt auch keine große Belastung von heute auf morgen. Ich denke, das wäre politisch durchsetzbar und aushaltbar, würde ich schon meinen. Also bei diesen vielen Punkten ist ja immer sozusagen die Frage der Erläuterung und der Begründung. Oft wird in der Politik wirklich gemacht, ich stelle irgendeine Forderung in den Raum, ohne sie zu erläutern oder zu begründen. Da haben wir bei den Grünen, die haben ja einige Fehler an der Ecke gemacht. Aber das ist ja echt, war einfach politisch dumm, muss ich sagen, weil das war zu erwarten. Wenn ich halt solche Forderungen in den Raum stelle, dann muss ich das klar begründen. Ich muss aber auch Anpassungszeiträume schaffen und nicht sagen, jetzt machen wir von heute auf morgen alles anders. Jetzt werden doch die Familien gefördert, die keine Kinder haben. Ja, das ist ja quasi das heutige Ehegattensplitting. Ja. Der Brauschein. So. Der Brauschein. Ja, genau. Der Brauschein wird finanziert. Genau. Ja, na klar, man muss ja die Scheidungskosten wieder vorfinanzieren. Das ist schon klar. Ja, dann ein Thema, das wir gerade bei den Kindern ja schon angesprochen haben. Umwandlung Freibeträge in Steuerabzugsbeträge. Ein Freibetrag reduziert das zu versteuernde Einkommen. Und damit mit der Progression, je höher mein Einkommen ist, umso größer ist die Wirkung. Während wenn ich einen Steuerabzugsbetrag habe, dann ist egal, ob ich, nehmen wir an, von 500 Euro, dann ist egal, ob ich 1000 Euro Steuern zahlen muss, dann werden 500 Euro abgezogen und ich muss nur noch 500 Euro zahlen. Dann habe ich eine Steuer von 1 Million, dann werden da auch 500 Euro abgezogen, dann muss ich halt 1950 Euro zahlen. Das ist der Clou, der dahinter steckt. Viel Politik versteckt sich ja hinter seltsamen Wörtern. So, da waren. Genau, das war schon ein Thema. Bei diesem Thema, was hilft mir eine Steuersparnis, wenn ich sowieso keine Steuer zahle? Wir haben ja quasi gerade bei Niedrigeinkommen ja auch eine hohe Abgabenlast in der Sozialversicherung. Das heißt, das wird ja der nächste größere Diskussionspunkt sein, nämlich die Frage Rentenversicherung und Alterssicherung für die Zukunft. Im Moment ist ja so, dass sich die politischen Parteien und die Gewerkschaften mit
Lösungsvorschlägen überschlagen. Ich denke aber, die sind alle zu kurz gesprungen, denn ich glaube, wir werden nicht drum herum kommen, zwei grundlegende Sachen zu machen. Erstens, es müssen alle in diese Systeme einzahlen. Es geht nicht, dass man sozusagen getrennte Systeme macht und jeder sozusagen schaut, was kriegt der andere und ich will mehr und der andere will weniger kriegen. Und zweitens, wir müssen die Altersversorgungssysteme, da müssen wir auch die Kapitaleinkommen zur Mittragung heranziehen. Also auch aus Kapitaleinkommen müssen Altersvorsorgeleistungen erbracht werden, so wie es in der Schweiz schon vorbildhaft seit Ende der 40er Jahre ist, genau dieses System haben. Alle zahlen ein und aus allen Einkommen fließt Renten ein. Und die haben sozusagen das bedingungslose Grundeinkommen immerhin schon für ihre Rentner realisiert. Also wenn die Schweiz heute über bedingungsloses Grundeinkommen abstimmen, dann stimmen die nur noch über die arme Bevölkerung ab, nicht mehr über die gesamte. Sollte man wissen, die haben es, für die Alten haben sie es schon, ne? Mehr oder weniger. Also nicht ideal, gibt es auch Punkte, die man kritisieren kann, aber jeder Mensch, der sein Leben in der Schweiz verbracht hat, hat eine Rente, die bei 1150 Franken liegt, mindestens. Und die Steuerlast in der Schweiz ist viel geringer als bei uns. Und genau. Gut, bei den Einkommen ist sie bei uns auch relativ gering. Aber es ist klar, es muss kein Schweizer zum Sozialamt rennen. Ne? Das ist schon ein wichtiger Punkt. Und das wäre zum Beispiel auch so ein Ziel für eine deutsche Sozialpolitik. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema, aber ein kleiner Ausflug. Wiedereinführung Vermögensbesteuerung, ja, ohne weiteres machbar. Wobei das dann den Vorteil hätte, wenn ich Vermögen besteuern will, dann muss ich es auch bewerten. Das heißt, das, was heute völlig im Dunkeln ist, wer hat eigentlich wie viel Vermögen, wie reich ist wer, weiß kein Mensch in Deutschland, das wäre damit wieder sozusagen gemacht und dann könnte man endlich mal eine ordentliche Vermögensstatistik machen. Also ich will ja nicht wissen, wie viel die Susanne Vermögen hat, aber eine Statistik, wie die Verteilung über ganz Deutschland ist, wäre schon nicht schlecht. So, und dann Wirtschaftssteuer haben wir ja schon diskutiert. Dann auf der Unternehmensbesteuerungsseite, da sind ja die Themen, die glaube ich sind ja allgemein in der Politik diskutiert. Bekämpfung internationaler Steuerwettbewerb, also diese bekannte Geschichte. Die Iren haben noch niedrigere Steuersätze als, weil damit die US-Unternehmen eben nach Irland gehen und so weiter. Also ich denke, die Diskussion kennt ihr. Bekämpfung von Steueroasen ist auch ein Thema, das allgemein in der Politik der Diskussion ist. Eine Idee kommt schon langsam immer stärker in die Diskussion, wollen die OECD-Staaten gar nicht sehr gerne. Es gibt eine Diskussion auf einer internationalen Ebene, quasi eine Steuerinstitution einzurichten, vergleichbar mit der WTO. Also die World Trade Organization, also die Welthandelsorganisation, stellt ja Regeln für den Welthandel auf. Und da denkt man sozusagen über eine International Tax Organization nach, die quasi Regeln auch für Steuerpolitik aufstellt. Das heißt, ein Freihandelsabkommen würde dann nur verbunden werden mit einem Steuerabkommen. Also warum denn nicht? Das wäre da eigentlich sinnvoll, wenn man schon sowas machen muss oder will. Also hier läuft eine Diskussion schon langsam los. Da haben wir als Attacke auch gerade einen Brief an den Schäuble unterzeichnet, diese Bemühungen mit zu unterstützen. Da gibt es gerade eine Kampagne. So, Anhebung Unternehmensbesteuerung. Das denke ich, wäre auch möglich. Dann eine progressive Besteuerung auch bei den Unternehmen, also die Steuersätze, die Körperschaftssteuersätze sind ja fix und da wäre es ja auch möglich sozusagen für Großunternehmen höhere Steuersätze anzusetzen, um den strukturellen Vorteil von Großbetrieben auszugleichen. Eine nicht ganz offene Argumentation bei der Erbschaftssteuer und der Befreiung der Unternehmen
von der Erbschaftssteuer liegt ja auch darin, dass man sagt, darüber können wir den Mittelstand finanziell wieder fördern. Ne? Also statt sozusagen die Kuh vom Schwanz her auf, das Pferd vom Schwanz her aufzuzäumen, sollte man es halt direkt gleich machen. Ne? Also da progressiv besteuern. Aber wie soll das gehen bei Körperschaften? Also würden Sie die Körperschaften einfach aufspalten und haben dann jeweils die Möglichkeit von unten anzufangen. Das ist ja gerade der Vorteil der einheitlichen Körperschaftssteuer, dass ganz egal wie groß das Unternehmen ist, eine Teilung des Unternehmens kein Vorteil. Da, ja. Und da wäre dann die Frage, inwieweit ich sozusagen nochmal auf dem Konzernprinzip oder Gesamteinkommensprinzip gehe. Aber natürlich, da muss man sehen, wie man solche Ausweichstrategien umgehen kann. Das ist klar. Dass Sie bei diesen Vorschlägen, das sind jetzt erstmal Grundvorschläge, Möglichkeiten dann der Ausweich gibt, das ist klar, das muss man sich dann im Detail nochmal anschauen. Dann. Ja, Welteinkommensprinzip unter Anrechnung ausländischer Steuerbelastungen, das berühmte Thema Doppelbesteuerungsabkommen, die ja oft dazu führt, zur doppelten Nichtbesteuerung, und dass man hier sozusagen sagt, wir nehmen bei einem Unternehmen das Welteinkommen zusammen, unter Anrechnung eben der im Ausland gezahlten Steuerleistung und nicht, ich gehe mal davon aus, dass du dir das Unternehmen im Ausland Steuern gezahlt hast. Ob es nun so ist oder nicht, das spielt dann keine Rolle. Das sollte man ändern. Genau, um das dann zu realisieren, eben eine durchgängig hohe Quellenbesteuerung mit Ausgleichsberechtigung. Das heißt, ich besteuere an der Quelle und wenn ich das Unternehmen nachweist, ich habe wenig Gewinne gemacht, dann komme ich ja quasi sozusagen auf die sich dann effektiv ergebende Steuerbelastung reduzieren. Ein Punkt, der auch bei uns in der spannend in der Diskussion war, weil das auch für viele ein neuer Punkt war, Abschaffung von Personengesellschaften. Also was steckt dahinter? Eine Kapitalgesellschaft ist ja relativ einfach. Wir haben ein Unternehmen, das hat einen Geschäftsbetrieb, macht einen Gewinn und zahlt diesen Gewinn aus. Und das Unternehmen wird finanziert eben durch Kapitalgeber, über Gesellschafter oder Aktionäre. Bei den Personengesellschaften, da ist sozusagen der Betrieb und die Privatperson eine Einheit. Und da ist immer die Schwierigkeit dann, wie besteuere ich sozusagen das Betriebsergebnis bzw. die Person. Und deswegen gibt es in Schweden zum Beispiel keine Personengesellschaften mehr. Da gibt es nur noch Kapitalgesellschaften und damit ist die Besteuerungssituation für alle gleich und um einiges einfacher. Auch ein Punkt, der nicht von heute auf morgen sozusagen als Forderung in den Raum zu stellen ist, aber über den man nachdenken muss und über den man diskutieren muss. Ein weiterer Punkt. Finanzwirtschaft, Steuerfreiheit von Finanztransaktionen ist nicht mehr gerechtfertigt. Wenn ich heute ein Stück Butter kaufe, dann zahle ich ganz normal meine Mehrwertsteuer. Wenn ich eine Aktie kaufe, zahle ich keine Steuer. Warum eigentlich? Da ist die Idee dahinter sozusagen diese Einführung der Finanztransaktionssteuer. Nicht im Sinne von einer Steuer, die sozusagen den Einzelvorgang erheblich besteuert, sondern da reden wir über Steuersätze von unter 1%, 0,1, also 1 Promille. Es geht darum, sozusagen den sogenannten Hochfrequenzhandel zu unterbinden und die Spekulation zurückzudämmen und natürlich auch mit den Finanzmitteln, die darüber generiert wird, die Finanzwirtschaft insgesamt auf stabilere Beine zu stellen. Ein weiterer Punkt, Verbrauchsteuern. Auch da sozusagen wäre es möglich, über eine höhere Steuerbelastung zum einen zu einer besseren Umwelt zu kommen. Ja? Reden wir nun mal über Diesel und sonstige Verbrennungsmotoren. Und natürlich, wenn ich sozusagen die Finanzmittel auf einer anderen Ecke generiere,
kann ich wiederum den Faktor Arbeit entlasten und konsequente Besteuerung nach Verursacherprinzip bei Nutzung begrenzter Ressourcen, sei es Wasser oder Umweltbelastung, CO2 ist da das Thema. Genau, und da. Das ist natürlich richtig und deswegen eben die Entlastung beim Faktor Arbeit, um hier wieder eine Kompensation zu bekommen. Also das ist schon klar, das trifft ja alle gleich. Das ist genau entgegengesetzt zu dem Thema Spitzenbelastung erhöhen. Aber wenn man sozusagen das in einem gleichmäßigen Modell macht, dann wäre hier nochmal zu justieren. Also klar ist, vorne war ja der Grundsatz, quasi Kapitaleinkommen, Arbeitseinkommen und Verbrauch, dass man hier schaut, wie kommt man auf ein Gleichgewicht. Das steht über den Ganzen drüber, das ist natürlich klar. So, das hatte ich vorher nochmal bereits erwähnt, dass hier Ansätze gibt. Ein weiterer Punkt, Statistik und Transparenz, das ist eine Sache, die ganz einfach zu machen wäre, wenn man es denn nur politisch wollte. Also öffentliches Unternehmensregister war ja gerade in dem Zusammenhang mit den Panama Papers ein Thema. Wer hat denn wo seine Tochterunternehmen und wem gehören die wirklich? Die nächsten beiden Punkte sind auch Punkte, die erheblich zur Diskussion beitragen dürften. Das ist erst einmal nur Statistik. Dass man wirklich sozusagen ordentliche statistische Grundlagen über Einkommen und Vermögen schafft. Aber letzter Punkt, Abschaffung Steuergeheimnis, so wie in Schweden, ist die Frage. Ja? Also in Schweden kann jeder Bürger sich von seinen Nachbarn oder vom König die Steuererklärung anschauen. Bis man dahin sind, dauert es in Deutschland noch ein bisschen, denke ich mal. Aber als Zielsetzung wäre das schon mal ein Punkt, dass das Thema mal durch ist. So, Datenabgleich vom Konto und Depotdaten der ausländischen Staatsbürger. Da steckt ja das dahinter, was der Kollege gerade vorher gesagt hat, dass Deutschland ja eine der großen Steueroasen ist, weil Deutschland die Konto- und Depotdaten ausländischer Bürger nicht weitergibt. Also außerhalb der EU. Ne? Also wenn der Diktator von, was weiß ich, aus Afrika hier sein Schwarzgeld hat, dann erfahrt er sein Heimatland nicht. Das unterliegt dem deutschen Bankgeheimnis, ganz wichtig. Das muss, also wir können schlecht verlangen von Panama, dass sie ihr Bankgeheimnis auch schaffen, aber selber halten wir es aufrecht. Herr Renfli, der Kollege hat gesagt, dass von der Entwicklungshilfe dreimal so viel in Länder wie Deutschland abfließen, als wie die Entwicklungshilfe betrifft. Das ist ja absurd sowas. Ja. Gut, und dann quasi nochmal diese länderbezogene Berichterstattung, wie wir sie ja bei den Banken schon haben. Also das wäre jetzt nichts Neues, sondern im Bankenbereich gibt es das ja. Das wäre eben grundsätzlich für Unternehmen ab einer bestimmten Größenordnung zu machen. Auch gerade diese Offenlegung von Steuerabsprachen, wie sie ja gerade jetzt im Moment in der Diskussion zwischen der EU-Kommission und Belgien sind. Da will ja die EU-Kommission Belgien zwingen, die eigenen Steuergesetze anzuwenden. Ne? Also die Welt ist schon verdreht. Ne? Also Belgien hat mit einigen großen internationalen Konzernen diese berühmten Steuertax-Rulings, also Steuerabsprachen getroffen, dass diese Unternehmen weniger Steuern zahlen, als es eigentlich nach der nationalen Steuergesetzgebung müssen. Und jetzt verklagt die EU-Kommission, die belgische Regierung, darauf, dass sie wirklich die Steuer auch einzahlt, die sie nach dem Gesetz zu erheben hat. Das ist sozusagen Steuerkonkurrenz und Steuerwettbewerb. Verstärkter Schutz für genau diese Personen. Quasi das eine ist sozusagen die Strafzahlungen bei Strafzahlungen oder Verbot von Geschäftsverbindungen mit nicht kooperativen Staaten. Das heißt also,
Staaten nicht so bereit sind, ihre Steuerregeln aufzudecken, dass man dann quasi entweder Strafen fängt oder einfach Geschäftsbeziehungen unterbindet. Was wir in Deutschland immer noch nicht haben, ein Unternehmensstrafrecht, wo ja in den USA sehr viel Geld für den Staat generiert wird, eben dass Staats- und Unternehmen, die sich falsch verhalten, als Unternehmen zur Strafe herangezogen werden können. Die VW. Die VW. Bitte? Wie jetzt VW. Wie jetzt VW zum Beispiel, geht nicht. Genau. Dann Verschärfungsstrafe für Beteiligte bei illegalen Geschäftsbeziehungen. Bisher sind die Strafen also relativ harmlos. Das schreckt keinen ab. Und ein wichtiger Punkt natürlich auch an der die Verlängerung von der Verjährungsfrist, weil eben oft Straftatbestände erst sehr spät aufgedeckt werden. Und deswegen eben auch Veröffentlichung von Steuerurteilen und Deals, damit man weiß, was eigentlich hier passiert. Oft ist ja so, dass so große gerade Steuerdeals sozusagen unter dem Deckel bleiben und die Öffentlichkeit nicht erfährt, wie quasi der Staat mit Verstößen gegen das Steuerrecht umgeht. Ja, letzter Punkt. Also ich meine Steuerstrafverfahren. Sie meinen nicht Steuerstrafverfahren. Ja, ja. Ist schon klar. Entschuldigung. Gut, das war's. Vielen Dank.